Aus. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt so erklären soll. Ich habe mich mit TNT nicht aussprechen können. Wie kann ich euch dienen? Mein Deswegen Verstand bin ist ich da noch ein vollkommen bisschen normal. ruhiger und warte lieber, bis wir uns mal aussprechen konnten. Ja? Das war ein Armeename, Luca? Das habe ich gar nicht gesehen. Sorry. Holmes Vollzeitarbeiter. Ja, dann hau ich das mal rein. Ich hab das überhaupt gar nicht gesehen, ey. Oh Gott. Junge. Junge, Junge, Junge. Sorry, Luca. Wir haben neues Skin. Fraktion vernichtet. Die Daunia. Jetzt auch keine Bombenfraktion. Rom ist die Au Soldaten Roms. So, Rückt Mann. aus. Wir haben halt mega geile Einheiten, die auch ein bisschen teurer sind, aber schon ziemlich stark. Also diese einheimischen elfischen Schwertkämpfer, die sind schon Bombe. Erwartet euch Ruhm und Gold in der römischen Armee. Wie viele Einheiten kann ich hier rekrutieren? Alter! Was ist das? Ich nehme mal an, 7 reichen hier. Die einheimische equische Kavallerie kostet gleich viel und ist besser. Aber so viel besser, ey. Das ist ja heftig. Gut, dass wir die eingenommen haben. So. Wie sieht es denn aus? Sind die am Hungern? Sieht so aus. Müssen mal ein bisschen den Blick drauf behalten. Wie sieht es denn hier aus? Ihr wollt doch wohl nicht gegen mich sein. So, ihr seid das. Darfst du Spiele organisieren? In Latium. Dann pusht es dein Happiness ein wenig. Und wir können die Runde hier beenden. Ich habe das Gefühl, dass die nicht mehr lange überleben werden. So. Wir warten auf einen Befehl. Hier wollten wir noch die Vollzeitarbeiter reinschmeißen. Und weiter am Armeenamen. Ich habe eine Nvidia GeForce 1070. Tschüss, Schutzpatron. Ich habe das nicht gesehen. Sorry. Ich habe eine 1070. Meine Streitkräfte gehören euch. So. Die Helden Roms. Dann nennen wir sie die Helden Roms. Gibt's halt noch geilere Einheiten. Noch bessere Stats. Kostet aber auch dementsprechend Nahrung, aber die haben wir. Und plus 2 Rekrutierungsnutz, ist ja geil. Wir bauen aber mal lieber nicht. Kostet mir ein bisschen viel Money. Dieses Money habe ich gerade nicht so zur Verfügung. Gut, beenden mal die Runde. Wollen die Happiness erstmal hier ein bisschen aufbauen in der Provinz? Hey, Markus Manilus! Freut mich, dass du auch dabei bist. Wir wollen jetzt erstmal die Happiness aufbauen hier in Sabinien. Und danach schnappen uns die Frentaner und machen die fertig. Was mir halt nicht so gefällt, ist, dass die Senonen direkt unsere Nachbarn sind. Die Senonen sind halt sehr aggressiv. Gleichzeitig kommen im Süden die Taras, also wir haben so richtig schön zwei Frontenkrieg dann. So, Spionen Level 6, das ist eine geile Sache. Weil es im Endeffekt heißt, Kann ich euch behilflich sein? Wie kann ich euch denn? noch mehr Nahrungsdiebstahl. So. Ja, minus 7. Hier auch. Die bauen schon um. Also wir müssen uns jetzt schon bereitstellen Wir sind bereit. für die Schlacht. Was erledigen? Wir warten auf einen Befehl. Vergesst eure Füße. Denkt nur an den Triumph. So, von hier aus erreichen wir es dann auch. Happiness ist gut. Das freut mir. So, weiter Steinschleuder reinhauen. Für Rom zu sterben ist die größte Ehre. Dann nochmal hiervon 4. Dann brauchen wir zwei Speerkämpfer, immer leichte römische Hopliten. Dann passt das. Ey, in 2 Runden hebe ich eine Armee aus. Guckt euch das an. Ne, Full Stack. In 2 Runden.
So, die Forschung hier ist abgeschlossen. Was bringst du? Forschungsrate. Das ist nicht schlecht, eigentlich. Dann gehen wir hier drauf. Ein bisschen Kavallerie boosten kann man ja auch mal machen. So, bauen wir ein Militärlager jetzt hier auf der nächsten. Sind die Kosten hier gerade mal gesunken? Sehr geil. So, Runde beenden. Hey, Merivan! Ja, natürlich habe ich dich vermisst. Ohne dich ist das so langweilig im Twitch-Stream. Nein, alles gut. Alles gut. Also es freut mich immer, wenn ihr mit dabei seid. Macht mega Spaß. Bin nur gerade ein bisschen gefrustet, dass die Technik gerade nicht so mitspielt. Deswegen werde ich nachher definitiv eine Pause einlegen und einmal kurz alles neu starten und hoffen, dass es dann sich behebt, das Problem. Einige Staatsmitglieder haben bekanntlich üppig. Aber das weiß man ja nie im Voraus. Die Hirpinia sind ein italienisches Völkchen. Was hier drüben spawnt. Okay, es wird lustig. Leute, das wird lustig. So, die hungern schön. Das ist gut. Dann können wir auch gleich angreifen. Die haben... Nein! Nicht Taras! Ich will keine Grenze mit dir. Na gut. Dann heißt es jetzt angreifen. Nicht helfen. Wir haben ohne Scheiß noch die senonische Grenze passiert. Oh je, ich dachte schon, ich stehe an dem Punkt, wo sowas passieren kann. Naja. Naja, das bringt ja nichts, wenn ich gegen irgendwelche Scheißeinheiten kämpfe jetzt. Das ist sehr gut, dass wir jetzt aufgestiegen sind. So. Gegen so eine Armee will man gar nicht kämpfen. Hey, mittlerweile sind wir schon zu siebt auf Twitch. Nice. Seid gegrüßt, Leute. Wenn die unterwerfen, sind die weiterhin im Krieg mit Taras. Und das wollen wir nicht. Dann zieht es uns nur mit rein. Was machen wir jetzt hier? Richtig schöne Garnison baute geht hier natürlich nicht. Da haben wir keine Chance. Wenn die aber ärgern wollen, bauen wir so richtig mega auf Kultur. Weil dann kriegen wir schon mal unsere Kultur hier rein. Die Happy ist nicht so schlimm dann. Das tut gut denselben Spaß. Ziehen wir hier auch mal durch. Und dann bauen wir hier gleich andere Gebäude rein. Nämlich welche, die uns Nahrung wieder bringen. Ich muss ja schon mal ein bisschen für die Zukunft denken. Ey, die schlagen die ja gerade zurück. Ist ja nice. Sind die mit denen verbündet, die Herniker? Nee, sind sie nicht, aber die können sich gut ab. Und jetzt kommen natürlich die Pinia dazu, die mir hätten helfen können. Na gut. Okay, shit happens. Würde ich mal sagen, Leute. So. Wollen wir drüben noch einmal... Was haben wir eigentlich jetzt für Nahkampfstats hier? 54er Nahkampfangriff, Leute. Nee, Merivan, hast nichts verpasst. Moin, Admiral Somo. Bist du neu hier? So. Wir holen doch noch die Speere hier, weil hier sind sie einfach besser. Dann bauen wir hier weiter aus. 3 Rekrutierungsslots. Fuck. Fuck me dead. Was gibt's als nächstes? Veteranen-Zenturien und Elite-Equites. Also wenn wir richtig ranklotzen wollen, brauchen wir die Reform des Camillus. Das wird nämlich so mega hart helfen. Das macht unsere Truppen so viel stärker. Dann ist es einfacher. Wie kann ich euch dienlich sein? Zu euren Dienst. Die haben alles hier nur in einer Provinz. Das ist leider recht schade. So, mein Handy hat vibriert. Ich will mich eine Weile ausruhen. Ui, das ist echt nicht schön zu hören, dass ein 12-jähriges Mädchen gerade am Coronavirus gestorben ist in Belgien.
So, ich will ja eigentlich, dass die hier leiden. Kann ich euch behilflich sein? Deswegen werden wir hier gleich Nahrung stehen. Das tut's schon. Hier wollen wir erstmal ein Amphitheater. Und dann gucken wir wegen der Happiness gleich wieder rein. So, Pizza morgens bis abends. Wir werden euch gut. Bist aufgelevelt, das ist sehr gut. Wir haben den auf Krieger sein, glaube ich, trimmen wollen, ne? So war es doch nicht, wa? Glaube ja. Machen wir das mal Angriff. Gibt jetzt erstmal nur Moral, aber später hilft das halt deutlich mehr. Ach! Mensch, die Welt ist klein, ne? Herzlich willkommen bei uns, Admiral Somo. Mein Real-Life-Vorname ist Nico. Wie es auch schon Luca geschrieben hat. So. Beenden wir die Runde. Wir wollen mal Taras schön behindern hier. Und mich freuen. Wenn die mich schön behindern können, dann sind sie bald weg. Hallo? Frühstück? Das irritiert ein bisschen. Haben sie Söldner gekalt, oder die? Hohe Chance auf Sezession / Bürgerkrieg. So. Du darfst mal Spiele organisieren. Infantania. Jetzt haben wir sie schon wieder bei minus 8. Ich muss sie definitiv mehr einsetzen. Da komme ich nicht drum rum. 21 ist der hier. Wir verheiraten die mal. Ich will weitere Leute drin haben in den jeweiligen Häusern. Weil ich die auch benutzen kann für so eine Sachen halt. Kann ich euch behilflich sein? Leisen Schrittes. Nahrung ist hier 2. Wie kann schnell und lautlos ein Schatten unter Schatten. So, Taras gönnt sich gerade. Kann ich euch behilflich sein? Dann gönnen wir uns. Wie kann ich euch dienen? Ich werde den. Was ist für eine Armee hier? Ja, wirklich eine Söldnerarmee, aber die ist nahezu tot. Oh, ich kann noch gar nicht umbauen. Kacke. Wenn wir die Runde. Schatzkammer ist leer. Zugewiesene Fähigkeit. Bereit, willig und fähig. Ich will weiter zum Diplomaten. Hallo. Du zum Centurion. Jetzt habe ich mega Nahkampf-Stats, die Truppen hier. Meriwan, das war echt scheiße gestern, was da passiert. Das hat mich mega angekotzt. Ich hatte eigentlich noch tierisch Lust zu streamen, aber danach ging es auch nicht mehr. War schon schmerzhaft, ey. Also das Verhalten, was da gestern einige an den Tag gebracht haben im Stream, war nicht schön. Ey, Luca, kannst du den mal bitte den Chat rausschmeißen dort? Diese nervige Chat-Nachricht. Wie kann ich euch
euch dienlich sein. Ja, Dark Knight, da musst du halt immer da sein, wa? Dann löst sich das Problem von alleine. Ey, die hat jetzt hier ein Nahrungsdefizit erzeugt bei denen. Das ist heftig. So. Die Frontale haben wir tatsächlich noch überlebt. Hier haben wir jetzt minus 5. Dann bauen wir hier mal um. Die Frontalen habe ich jetzt gerade nichts weiter am Hut. Ich will die gar nicht jetzt platt machen. Seid willkommen, wohl oder übel. Nein, nicht setzen. Das ist für uns und für Freunde. Ihr solltet bis auf Weiteres stehen bleiben. Ihr beleidigt uns gleich zweimal mit eurem Geschwafel. Wir wollen euer Gold nicht. Und schon gar nicht so wenig. Ein solches so Angebot Frieden hinterlässt mit einen bitteren... Ja, die Armeen sind halt gleich down. Können auch die Pelikner haben hier Platz gemacht. Das ist gut. Dann können wir nachher mich hier die in Ruhe erstmal noch aushungern lassen. Und dann beenden wir erstmal die Runde, würde ich sagen. Nachdem wir Technologie geforscht haben, weiter. Ich werde jetzt einen Schritt näher kommen auf die neuen Truppen. Was halt einfach eine Menge bringt. Danke dir, Luca. Bisschen kulturelle Konvertierung reinschmeißen hier. Kann auch nicht schaden. So, und in zwei Runden spätestens werden wir die Hernika angreifen, dann sind die weg. Ja, natürlich, Merivan. Ich habe tierisch Bock drauf. Ich überlege gerade, ob ich mal ein kleines Turnier mache. Erst mit Leuten, die ich kenne. Und danach dann mit ein paar Leuten von euch, damit wir halt wirklich alle zusammen zocken können mal. Das ist zumindest mein Wunsch. Oh! Fuck! Fuck me dead, Alter. Das werde ich hier auf jeden Fall bauen. Das wird so eine Nahrungsmittelprovinz, ey. Fuck it. Shit, 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 shit. So, dann wollen wir erstmal hier auf den Altar des Jupiter gehen. Und hier bauen wir mal den der Ceres, wa? Das passt. Die Provinz wird halt so extrem die Kultur hier versauen von denen, dass es mir wieder hilft. Die sind schon ordentlich angefressen, wobei die weniger. Aber die bauen um gerade. In Casino und hier auch. Sehr gut, danke dir, Luca. Na, ich werde selber keine Online-Battles schlagen, Fabrice. Habe ich eher weniger Lust. Du sagst es, Merivan, es gibt immer schwarze Schafe. Also ich gebe da jetzt nicht die Community auf, nur weil mir ein Pup quer sitzt, weil mal was nicht toll war. Nee, so läuft das hier nicht. Naja, kannst du von hier aus nicht mehr angreifen wahrscheinlich. Wir werden den Feind das Fürchten lehren. Befehlt und wir gehorchen. Für die brauchen? Wir werden den Feind das Fürchten. Mal einen Quicksave und dann greif einfach mal Anakni an. Nee, ich habe einfach keine Lust drauf, Fabrice. Ist gerade nicht mein Ding. Nee, sorry, Felix. Ich habe kein Interesse daran. Nee, die große Stadt der Frentana werde ich mir jetzt nicht schnappen. Weil ich will, dass sie hier Taras ein bisschen aufhalten. Deswegen habe ich mit denen auch Frieden geschlossen. Alle Männer hier werden ihre Pflicht erfüllen. Dass sie die mich halt loswerden dann. So. Jetzt können wir die hier schön weghauen.
ihr weitere Befehle für uns? So, ich nehme deine Entschuldigung an, Felix. Aber...